Bienvenidos a nuestra protesta en el Día Internacional Anti-Chevron. Herzlich willkommen zu unserer Protest, zu der internationale Anti-Chevron-Tag. Die Praktiken der All Concerns Chevron rufen alle Organisationen und Bürger dieser Welt auf, ihre Stimme zu erheben, um Gerechtigkeit gegen die Verletzungen durch Chevron zu fordern. Wir fordern uns auf und wir sammeln unsere Kräfte gegen die Verschmutzung, gegen die Kontaminierung von der Oil Company Chevron. Kann nicht sein, dass es eine Firma wie Texaco Chevron hat sich das Recht gegeben, einen Teil von dem Amazonasgebiet von Ecuador zu kontaminieren. Fast 400.000 Hektar wurden kontaminiert während in 30 Jahren. Und danach, sie sind einfach nach Hause gegangen und haben die Verschmutzung und die Kontaminierung für die Äquatorianer gelassen. Wir verlangen die Chevron, sie muss diese Region reparieren, sie muss die Betroffenen, die Menschen, die leiden unter Krankheit, unter Krebs, unter Hautkrankheit, zu unterstützen und zu helfen, weiterzuleben. Hier Berlin hat gezeigt, dass die Opfer, die Betroffenen von der Kontaminierung, nicht allein sind. Berlin está demostrando con su gente solidaria, tanto europeos, latinoamericanos, que los afectados por la contaminación de Chevron no están solos y no los podemos dejar solos. El problema de la contaminación no es un problema solamente de Ecuador, sino es un problema global. Die Verantwortung, das ist nicht nur für die Betroffenen, für Ecuador. Wir tragen auch die Verantwortung. Wir sind auch ein Teil von dieser Zerstörung. Und wir sind verpflichtet, uns solidarisch zu zeigen und diese Menschen unterstützen zu dürfen. Wir haben ein kleines Programm vorbereitet mit Musik, Poesie. Und alle von euch sind eingeladen, Beiträge zu sagen oder etwas darüber zu erzählen, weil die Kontaminierung ist nicht nur in Ecuador. Wir wissen es gerade in Peru mit dem Bergbau ist auch stark betroffen mit der Kontaminierung. Peru, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Mexiko, Honduras, Nicaragua. Nicht nur unsere Kontinente, auch in Afrika, Nigeria und auch in Europa haben wir die Resultate von der Kontaminierung. Con Lucho de España, que nos va a cantar un par de canciones y nos va a demostrar su solidaridad por los afectados por Chevron. Pero un aplauso para Lucho de España. Estoy llorando y creo que sonrió. Estoy.
schon. Bitte, venga un poquito más cerca de las telas para sentirnos como hermanos. Das ist eine. Das ist ein globales Kampf. Wir kämpfen gegen ein Monster. Wir kämpfen gegen Chevron. Und wir brauchen unsere Solidarität zu den Betroffenen zu zeigen. Jetzt werde ich ein Dokument, das haben die Betroffenen von Ecuador geschrieben, das ist eine Petition gegen Chevron, weil in einer Woche sie werden die Hochaktionäre von Chevron, sie werden zusammentreffen und wir werden diese Protest unterschreiben, nicht nur von Berlin. Wir haben parallel in diesem Moment laufen auch Veranstaltungen in Belgien, Spanien, Ecuador, Kanada und USA. Das bedeutet, wir sind nicht die Einzige hier. Wir kämpfen auf globaler Ebene. Okay, ich werde in drei verschiedenen Sprachen diese Dokumente vorlesen. Ich lese auf Spanisch. Llamada a las personalidades de la sociedad civil. Señores y señoras, el 21 de mayo del 2015, las víctimas de Chevron, ubicadas en cuatro continentes, lanzaron una llamada a la comunidad mundial para denunciar la impunidad de la multinacional que causó intencionalmente el peor desastre registrado por las acciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana y otras partes en el mundo. Este año queremos ampliar nuestra lucha a la sociedad civil del mundo para construir la base de una verdadera justicia frente a las multinacionales que destruyen nuestro planeta. Aufruf an Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, am 21. Mai 2014 starteten auf vier Kontinenten die Terroropfer einen Aufruf an die Weltgemeinschaft, um aufzuzeigen, dass der multinationale Konzern Texaco Chevron trotz der absichtlich verursachten Ölkatastrophe im ecuadorianischen Amazonasgebiet und anderen Umweltverschmutzungen auf der Welt straflos davongekommen ist. In diesem Jahr wollen wir unseren Kampf verstärken, gemeinsam mit der weltweiten Öffentlichkeit, um damit einen Grundstein zu legen, dass multinationale Unternehmen, die unsere Planeten zerstören, zukünftig zur Rechenschaft gezogen werden. Im Wissen um Ihr Engagement für die Verteidigung der Menschenrechte und der Gerechtigkeit, im Namen der UDAPT, Union der Geschädigten durch die Öloperation von Texaco, jetzt Chevron, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung für unseren Aufruf. 21 Jahre Kampf zeigen, wie nötig und wichtig es war und bleibt, hartnäckig zu sein, gemeinsam Gerechtigkeit einzufordern. 9.500 Millionen Dollar ist die Strafe, die durch Chevrons verursachten Umweltschäden in Ecuador, die Summe für Wiedergutmachung und Beseitigung der Schäden. Das betroffene Gebiet, auch bekannt als das Tschernobyl des Amazonas, ist mittlerweile in der ganzen Welt bekannt. Der Fall Chevron erlangte mit der Zeit immer größere Bedeutung aufgrund der immensen Ausmaße der Umweltschäden und der zeitlichen Länge des Justizverfahrens. Besonders aber durch den ausdauernden Kampf von 30.000 Bauern und Ureinwohnern gegen einen der größten multinationalen Konzerne. Wir werden dieses Justizverfahren so lange verzögern, bis die Hölle zufriert, drohte Chevron. Gegenwärtig sieht es so aus, als ob es Realität wird. 21 Jahre Rechtsstreitigkeiten vor verschiedenen Gerichten der Welt, 2000 Anwälte und Experten, 60 Anwaltskanzleien beschäftigt Chevron, die Opfer zu verfolgen, sie und ihre Verteidiger als eine kriminelle Bande darzustellen. Chevron führt einen Krieg gegen die indigenen Einwohner und bäuerlichen Gemeinden.
Nur mit Hilfe der Öffentlichkeit war es den Anwälten der Opfer möglich, ihren Kampf in Argentinien, Kanada, Brasilien, den Vereinigten Staaten und Ecuador weiterzuführen. Man hatte sogar den Mut, den Kampf bis an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu tragen und dort fortzusetzen, um auch damit die internationale Gemeinschaft zu mobilisieren. Währenddessen verbreiten sich im Amazonasgebiet und anderswo in der Welt Chevrons Umweltgifte, verteilen sich in den Flüssen, kontaminieren den Boden, die Flora und Fauna. Männer, Frauen, Kinder müssen weiterhin leiden und sterben aufgrund vieler Krankheiten, hervorgerufen durch die Verschmutzung ihrer Umwelt. Heute wollen wir, dass der Anti-Chevron-Tag zum Symbol des Kampfes aller Opfer von multinationalen Öl-, Gas- und Bergbauunternehmen wird. Wir werden unsere Stimme erheben, um gemeinsam gegen die Machenschaften dieser Multis vorzugehen. Jene, die skrupellos Menschenrechte verletzen, Rechte der lokalen Bevölkerung mit Füßen treten und die Existenz zukünftiger Generationen gefährden, ob in Ecuador oder weltweit. Wir hoffen eine Antwort auf unser Unterstützungsanliegen bis zum 22. Mai. Ihre Unterschrift wird gemeinsam mit denen von anderen Persönlichkeiten am 22. Mai veröffentlicht und der Hauptaktionärsversammlung von Chevron am 27. Mai übergeben. Wir hoffen Ihre Antwort auf unser Unterstützungsanliegen bis zum 25. Mai. Der Aufruf mit denen wird am 22. Mai veröffentlicht und der Generalversammlung von Chevron am 27. Mai übergeben. Unterschrieben von Humberto Piagrache, Koordinator der Versammlung der Geschädigten durch die Öloperation von Texaco. Und von Pablo Fajardo, dem Anwalt des Falls Chevron Texaco.